Eine Produktion von Salto. Una produzione di Salto. 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 Ja, also sicher, sagen wir, der Anfang war sicher in Sigmunds Kron bei der Kundgebung, wo ich auch dabei gewesen bin. Aber zudem habe ich noch nicht direkten Kontakt zu dieser Gruppe gehabt, zum Kerschbaum und zum Jörg Bücher, sondern der hat sich erst im Laufe des darauffolgenden Jahres, im Frühjahr raus, habe ich dann Kontakt aufgenommen mit dem Bücher Jörg. Und dadurch bin ich eigentlich zum Bass gekommen. Bombenjahre. Die Geschichte der Südtirol-Attentate. Sepp Mitterhofer, Kopf der Obermeister Basszelle. Teil 1 seiner Lebenserinnerungen. Kapitel 1, der Anfang des Befreiungsausschusses Südtirol. Also der Bass ist ja nicht von einem Tag auf den anderen entstanden. Er ist ja nicht gegründet geworden, sozusagen, sondern er hat sich entwickelt durch politische Gesinnungsgenossen, nicht, die wir uns halt eben gefunden haben. Nicht. Ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, wenn das erste Mal der Name BAS aufgetaucht ist, also Befreiungsausschuss Südtirol. Auf alle Fälle hat er sich so im Laufe der Zeit halt eben entwickelt, dieser Name. Nicht. So langsam hat sich das dann intensiviert. Nicht? Wir sind halt mal irgendwann einmal die ersten Sitzungen gewesen. Versammlungen kann man nicht sagen, weil es sind ja nicht so viele Leute gewesen, nicht? Sondern Sitzungen, und, wo man sich getroffen hat und eben über diese Probleme halt eben geredet hat. Nicht? Das Problem war schon, dass Tausende von jungen Südtiroler haben müssen in Ausland gehen, arbeiten, weil sie da eben keine Arbeit gefunden haben. Durch Zuwanderung vor allem, nicht? Durch die Unterwanderung, durch die geförderten Unterwanderung von Udenauer. Nicht? Und die praktisch die ganzen Stellen besetzt haben, die sind überall vorgelassen worden. Und in die Volkswohnhäuser, wie man sie damals genannt hat, nicht? Das sind auch überall Italiener reingekommen. Nicht? Das ist, sagen wir, das brennende Problem gewesen. Ne? Und das volkssumspolitische sowieso nicht. Die Doppelsprachigkeit hat überhaupt nicht existiert. Kein Italiener hat in einem Amt drin deutsche Sprache gekannt oder gar nicht gewählt, wenn er sie gekannt hat. Ne? Die meisten haben sie auch nicht gekannt, ne? Wahrscheinlich. Ne? Weil sie von uns nachher gekommen sind, dann haben sie nicht gleich mal Deutsch reden gekannt. Ne? Das sind halt damals die brennenden Probleme gewesen. Sepp Mitterhofer, geboren am 22. Februar 1932 in Meran, war einer derjenigen Männer, die von Anfang an beim Befreiungsausschuss Südtirol mit dabei waren. 1958 tut er sich mit Luis Amplatz, Sepp Kerschbaumer, Jörg Klotz und vor allem den Lahnener Jörg Bircher zusammen, um etwas für die Heimat zu tun. Am Ende wird er im Mailänder Prozess zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt. Sepp Mitterhofer sitzt 8 Jahre in Haft und er ist einer derjenigen, die sozusagen am längsten im Gefängnis sitzen. Nach seiner aktiven Zeit engagiert sich Sepp Mitterhofer politisch. Er wird zum Gründer des Südtiroler Heimatbundes und später der Partei Südtiroler Freiheit. Sepp Mitterhofer stirbt im November 21, 89-jährig, in Meran. Kapitel 2 – Die Gründer des Bass. Jörg Bircher. Der Jörg Bircher ist jedenfalls ein harter Knochen gewesen. Ne? Ja, was ich an ihm geschätzt habe, ist sein Einsatz und seine Opferbereitschaft für die Heimat etwas zu tun. Das muss ich ihm lassen, da hat er eigentlich alles hergeben. Ne? Und auch für die Schützen, sagen wir, das war sein Leben. Nicht? Da hat er
hat da wirklich einen großen Einsatz gehabt. Ne? So wie gesagt, war mir ein bisschen zu hart in der Art oft, nicht? Aber mein Gott, so im Allgemeinen und vor allem politisch haben wir uns eigentlich gut verstanden. Söll könnte ich vielleicht weniger sagen, weil er ist ja auch auf der Linie von Kerschbaumer gewesen, ne? Also Menschenleben zu schonen. Ne? Aber sonst so im Charakter her ist er ein bisschen hart, vielleicht ein bisschen stur, wenn ich es ein bisschen hart ausdrücken darf. Ne? Das ist schon gewesen. In manchen Entscheidungen, ne? Da ist er schon sehr hartnäckig gewesen. Ne? Ein bisschen wenig Toleranz hat er vielleicht manchmal gehabt. Sepp Kerschbaumer. Ja, der ist eher wieder das Gegenteil gewesen. Ne? Sondern er war in politischer Hinsicht und also was die Volkstumspolitik in Siedlerlohn belangt, da war er auch sehr hart. Da war ein harter Bursch, auch kompromisslos. Nicht? Ich hätte eine Unterlage da und könnte vorlesen, wie er damals schon in dieser Hinsicht sehr kompromisslos war. Aber sonst war es ein Mensch, der, so wie man sagt, ein richtiger Mensch, ne? Der eben bereit ist gewesen, den Nächsten zu helfen. Das hat der Bücher schon auch getan, ne? Aber es ist ein ganz anderer Charakter gewesen. Ne? Der sei viel, viel menschlicher und großzügiger gewesen und mehr eine Respektsperson gewesen. Ne? Jörg Klotz. Er hat schon von vornherein haben sie da eine andere Taktik eingeschlagen, der Pfandler und der Jörg Klotz, die sagen wir, nicht ganz konform gegangen ist mit dem Kerschbaumer. Und ich bin auch mit dem Kerschbaumer auf der Linie. Nicht? Und deswegen habe ich mit ihm nachher eigentlich keinen Kontakt gehabt. Ich weiß selber nicht warum, es war nicht die Notwendigkeit da. Und ja, aber das kann ich eigentlich auch von Herrn sagen. Ich bin da nicht beteiligt, wenn es sicher war, eben diese verschiedenen Wege, die sie beschreiten haben wollen. Das Ziel war dasselbe, aber der Weg dahin war eben verschieden. Ne? Luis Amplatz. Ja, mit Luis Amplatz habe ich eigentlich auch wenig zu tun gehabt, weil es sind Leute bei Versammlungen, das heißt Sitzungen, Versammlungen kann man es nicht nennen, ne? Bei Sitzungen sind wir halt beieinander gewesen, aber selber war natürlich ein Draufgänger und ein Wiffer Bursch und so war auch sehr misstrauisch, nicht uns gegenüber, sondern in die Italiener gegenüber und so ganz allgemeinen Charakter eher. Deswegen ist mir das ganz unerklärlich, dass er da drauf eingefallen ist und die Kerbler mit eingenommen hat. Das hat ihn eigentlich alle gewundert, ne? Weil er da sonst sehr vorsichtig war. Aber sonst war es natürlich ein Draufgänger, aber der Kerschbaumer und Traumplatz, das haben sich ja sehr gut verstanden. Kapitel 3, der Aufbau der Meraner Bassgruppe. Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Nicht? Irgendwie sind wir alle beauftragt worden, in unserem Umfeld Gesinnungsgenossen zu suchen. Nicht? Und wie es halt eben so ist, jeder hat einen Bekanntenkreis und einen Freundeskreis und dann redet man mit den Leuten und mit den Freunden. Nicht? Und man weiß ja von vornherein schon irgendwie die politische Einstellung wäre und nachher habe ich eben Kontakt aufgenommen mit verschiedenen und habe in der Hinsicht halt ein bisschen vorgefühlt, nicht? Und habe da nachher eine Gruppe von 5 Leuten zusammengebracht in im Meraner Raum, die so im engeren Kreis gewesen sein ja mehrere, nicht? Die am Rande dann beteiligt waren, nicht? Zum Beispiel vorne aufhängen oder die Radweise fahren auf Felsen auf, wie wir es noch mit der Platte gemacht haben. Und dann
Bei den Häusern, bei den Straßenschildern, da haben wir einen italienischen Namen überpinseln und so. Das waren die Randgruppen und Werbetätigkeiten und so weiter. Ne? Die engere Gruppe sind ungefähr 5 Leute gewesen, ne? Die dann zum Sprengen haben wir geeignet worden, beziehungsweise nachdem wir nach Nordtirol rausgeschickt haben, um draußen eben Sprengkurs zu machen. Ja, Namen möchte ich nicht nennen, weil die eben nicht aufgeflogen sind. Ich habe das Glück gehabt, dass ich die nicht preisgeben haben müssen. Es ist mein oberstes Gebot gewesen, dass ich nicht Namen meiner Kameraden nicht verraten werde. Und die haben es Gott sei Dank durchgehalten. Deswegen möchte ich sie heute auch nicht nennen. Es sind zwar dann später eher eingesperrt worden, aber nicht wegen mir. Ein Mann, mit dem Sepp Mitterhofer immer wieder verwechselt wird, ist der Bassmann Sepp Innerhofer. Innerhofer wohnt ganz in der Nähe von Mitterhofer auf Schloss Goyen. Er aber gehört zur Bassgruppe aus Schinner. Der Innerhofer hat zu dieser Gruppe nicht gekehrt, obwohl ich natürlich Kontakt gehabt habe mit ihm, weil er ja in der Nähe war, nicht? Und weil wir Sitzungen oben gehabt haben auf Schloss Goyen, wo der Kerschbaumer auch gewesen ist, nicht? Und verschiedene andere. Nicht? Aber sonst haben wir nicht gerade mehr als Kontakt gehabt. Ja, nein, er hat sich bei uns angelehnt. Aber oben ist der Bichlerball gewesen, der auch natürlich tätig war, aber der ist auf propagandistischen Weg, hat er sich entfalten und hat mit ins Direkt nichts zu tun gehabt. Nicht? Aber direkte Zusammenarbeit hat es ja nicht gegeben. Es hätte ja die Gruppen hätten ja sollen und seien zum Teil Gott sei Dank unabhängig geblieben und haben unabhängig gearbeitet. Ne? Aber natürlich ist eine gewisse Verbindung da gewesen, nicht die halt mit dem. Ich habe nie die Verbindung gehabt. Nicht? Der Häfler-Fans hat mir mal Sprengstoff gebracht. Ja, also 1960 schon, nicht? Den ersten Sprengstoff gekriegt. Nicht? Aber sonst haben wir nicht gerade so mit anderen Gruppen direkt Kontakt gehabt. In Natur und so habe ich noch einen Verbindungsmann gehabt oder einen Mann, der uns die Ortschaft ausgekundschaftet hat, wo man auch mal eine Sprengstoff organisieren irgendwie kann. Nicht? Zwar von den Schwerken, die oben gebaut haben, ne? Haben wir mal 35 Kilo Sprengstoff organisiert, wenn man so vorne im Ausgedreht sagt. Ne? Kapitel 4: Der Übergang zu den Anschlägen. Anfangs hat man an Sprengstoff ja gar nicht gedacht, ne? Das ist gar kein Zweifel. Ne? Allerdings, 1959 nachher, ist schon der Gedanke aufgetaucht, nicht? Dass man halt mit den anderen Mitteln, mit den herkömmlichen Mitteln, mit Fahnen aufhängen und so weiter, dass das viel zu wenig ist und dass wahrscheinlich dass es zu Gewaltakten kommen wird. Aber das hat sich einfach langsam entwickelt. Man kann nicht sagen, dass das von einem auf den anderen Tag gekommen ist, weil das ja Hand in Hand mit der Politik gegangen ist. Nicht? Und haben wir mal dem geschaut, das auf der Politik abzustimmen. Nicht? Und irgendwann einmal hat man gesehen, es geht halt so nicht mehr. Ohne Gewaltakte werden wir nicht mehr durchkommen. Nicht? Und dann ist natürlich, wenn der Entschluss einmal da war, nicht nachher, ist so weit gekommen, dass man eben versucht hat, Sprengstoff zu beschaffen. Ne? Teils von Österreich und teils von Dacherinnen. Ne? Im Jahr 1959 feiert man in ganz Tirol zudem ein Jubiläum. 150 Jahre Freiheitskampf von Andreas Hofer. Auch das munitioniert das Volk und den Bass auf. Hat sicher dazu beigetragen, weil es sind zum Teil feierige Reden gehalten worden im ganzen Land und so. Nicht? Und dass
Tirol-Bewusstsein und das Zusammengehörigkeitsgefühl, so war mit Nordtirol ist gestärkt geworden und so weiter. Sicher hat das wesentlich dazu beigetragen. Das glaube ich schon, weil es zufällig in der Situation eingefallen ist. Ne? Sommer 1984 ist da, in der Hinsicht hat es da nicht mehr bewirkt. Ne? Schön, das Zusammengehörigkeitsgefühl schon, nicht, aber nicht, sagen wir, um aktiv zu werden, um illegal aktiv zu werden. Ne? Das hat es 1984 dann nicht mehr bewirkt, aber 1959 meines Erachtens schon. Ja. 1959 wird auch der Kontakt mit Innsbruck und den dortigen Bassleuten intensiver. Ich habe eigentlich wenig Kontakt mit Innsbruck gehabt. Ich bin kaum ausgefahren, mit dem Wiedenmoser ein bisschen Kontakt gehabt, aber sonst bin ich nicht ausgefahren. Mein Kontakt hat sich mehr auf den Kurt Welser beschränkt, der ja zu mir erinnert, der da hergekommen ist. Ne? Und der Pfarrer ist einmal da gewesen, hat den Sprengstoff kontrollieren wollen, den ich da auf dem Schwarzmarkt gekauft habe, nicht? Den auch 500 Kilo Sprengstoff beschaffen, nicht? Und da schon mal hergekommen und hat ein paar Kerzen mitgenommen, ne? Und hat die draußen ausprobiert und hat dann Bescheid geben lassen durch den Kurt, dass er ein hochwertiger und guter Sprengstoff ist. Ne? Übrigens ist mit dem Sprengstoff der Mussolini-Reiter in Beibruck nachher gesprengt worden, den er nie geliefert hat. Kapitel 5: Der Sprengstoff, die Waffen, der Transport und die Ausbildung. Ja, zum größeren Teil natürlich von Österreich hergekommen und ein Teil da im Inland. Ne? Der Hauserlös hat so ungefähr 500 Kilo beschaffen. Die 500 Kilo sind schon mal 1000 Kilo. Ne? Und der Gessertal ist von draußen hergekommen von Österreich. Ja, ich habe illegal von einem Sprengmeister gekauft. Nicht, die Namen möchte ich nicht einen Preis geben. Das Geld ist von Spenden her gerührt. Und kann ich schon sagen, ich habe damals schon eine Spende, 1960, eine Spende gekriegt von 60.000 Lire. Weil ich mit dem Bücherjährig in der Meraner Altstadt unten die Ina Kaiserhäuser gesprengt haben, beziehungsweise sprengen haben wollen. Wir haben damals eben den Sprengstoff, der Sprengstoff war schon übergegeben, den hat mir der Bücherjährig geliefert, der Häfler Franz hat mir übergeben bei der Marlinger Kellerei, da haben wir das erste Mal den Häfler Franz kennengelernt. Aber der Zeit sind da mehr gekommen, ich habe mir auch selber gebastelt gehabt und die haben leider Gottes nicht funktioniert nicht und es ist eben nicht losgegangen und dadurch sind die Häuser stehen geblieben, aber der politische Effekt ist trotzdem eingetreten, weil eben auf das hin die Andreas Hofer Bayern feiern im Rhein und Bozen verboten worden sind und in Bozen unten sind nach der Feier, nach der Messfeier die Leute von damals gegangen zum Peter-Meyer-Denkmal und dann sind plötzlich ist die Zählerei aufgekreuzt mit mehreren Fahrzeugen und die sind noch rausgesprungen und haben mit den Gummiknippel auf der Bevölkerung eingeschlagen. Ne? Und dadurch ist der Knippelsonntag entstanden. Ne? Das ist durch den Anschlag, den ich eigentlich da unten ausgeführt habe, ist entstanden. Ja, im meisten hat der Kurt immer geführt und zwei Damen, die sagen wir, leicht bekleidet gewesen sind und die natürlich im Blickfang von den Finanzer dann ab von Sprengstoff abgewendet haben nicht? Und die haben ihn dann eigentlich reingebracht. Ne? Und der Kurt selber hat auch viel reingebracht. Ne? Ich kann mich erinnern, dass er mal erzählt hat, dass er über den Reschninner halt hinten 50 Kilo Sprengstoff drin gehabt hat und der Gewehr, glaube ich, hat er auch gehabt. Ne? Da hat er Deck drauf geguckt und Oberschlander so haben ihn die Finanzen noch aufgehalten und haben halt wollen da untersuchen und so weiter. Nicht? Und der hat angefangen, da
umeinander ein bisschen umzustottern und hat halt gefragt, ja, sag er, ob sie ihm nicht sagen könnten, in Schlanders unten ist ja so wirklich eine nette Dame, hat er gesagt, eine schöne Busen und eine blonde und eine schöne Figur und die müssen da und so sein, ob sie ihm das nicht sagen könnten. Und hat sich da so auf der Art und Weise mit ihm unterhalten und die haben dann wirklich ohne Untersuchung haben sie ihn einfach fahren lassen. Ne? Also wir müssen uns mal vorstellen, was das für Nerven braucht, um so eine Aktion durchzuführen. Ne? Also da war er Meister. Ja. Ja, ich war recht verschieden. Ich meine, ich hab selber hab eigentlich keinen Sprengstoff versteckt. Wir haben in den Labers oben in einem alten Schupf haben wir im Boden ein Loch aufgegraben und da ist so auf unserer Gruppe da der Sprengstoff versteckt gewesen, aber in anderen, die anderen Zehnten, 500 Kilo, habe ich zum Teil in die Erde gegeben und zum Teil hat ihn der Kurt abgeholt und hat ihn nachher in verschiedene Lager verteilt. Was die meisten heute immer gerne vergessen, aus Innsbruck werden auch Waffen geliefert. Sein, da kämen nicht viel, aber halt einige, so einige Waffen sind einfach. Wenn wir angegriffen worden wären von irgendjemandem oder so, nicht, haben wir gesagt, auf alle Fälle fahren wir ins, vor Sinsebes und dem, werden wir auch zur Abwehr greifen. Ne? Ja, die Ausbildung war zuerst in Lienz draußen, in Osttirol, bin ich mal draußen gewesen. Und dann später, 60, war sie dann in Nordtirol draußen, und zwar in Nattersheim. Der hat auch Kurt Welser dann organisiert. Ne? Ja, es war ein Waldhaus, war es, ja. Da haben wir übernachten können und haben da halt eben die Ausbildung erfahren von den Sprengmeistern. Der erste Anschlag und eine folgenschwere Panne. Nächsten Montag, Teil 2 der Erinnerungen von Sepp Mitterhofer. Unabhängiger Journalismus ist wichtiger denn je. Salto steht für kritische und fundierte Berichterstattung. Unterstütze uns, indem du Salto abonnierst. Bombenjahre. Die Geschichte der Südtirol-Attentate. Ein Podcast von Christoph Franceschini. Salto. 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 Salto.